Ah, die Heimat. Ja, sehr dekorativ. Oh, We hallo. should leave. Deswegen steht er so Sorry, dort. didn't mean to wake you. You didn't sleep, did you? Neither did you. I haven't slept much at all these last few weeks. I hope you don't have any regrets. About this. About us. I've never felt more certain about anything. I'm glad. I wasn't sure if you... with all that's happened. Wieso? Was? Ich bitte dich. Scheiß auf die Hochzeit. Ich nehme mal an, davon redet sie. What will we do now? Now that we... what we are. Das hört sie gern. And no one will be able to keep us apart. Not Griff, not his father, not Ramsay Snow. I was hoping you'd say that. Bitte beachten Sie, dass die Aussagen von Roderick keinesfalls die Meinungen von mir widerspiegeln. I thought you were alone. Good morning, Talia. Hello, Elena. Oh, I didn't realize you two were... I mean, I didn't realize she was... Ja, ist ja gut. It's all right, Talia. Come in. I really am sorry. It's just, this is urgent, Roderick. And... It's all right. I can go. You two need to speak. I'll see you soon, I hope. Sonst ein totaler Krüppel, der nicht ohne Gehstock gehen kann und kaum ist eine Frau da. Steht er da wie, keine Ahnung. James Bond. Klassiker. Alright. Na gut. I'm listening. Last night I couldn't. I was having nightmares. So I. Go on, Talia. Egal, was du gehört hast. Ich weiß nicht. Achso. And someone was there. What do you mean? Look. This is a report. How many fighting men we have? Where Griff and the White Hill Garrison are being held? It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. If I hadn't seen it with my own eyes. You said you saw someone. Who? Someone we trusted. Ja, dann sag seinen Namen, verdammt nochmal. Who it was. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. You have to deal with him like you would any other man. Ja, dann sure sag's. He had his reasons, but no reason is good enough. He's given information to our enemies. I'll do whatever it takes to stop him. Just promise me you'll kill him, Roderick. Anyone who would betray us like this deserves to die. I'm asking you, as your sister, make him pay. Ja, gut, ich bring ihn um. I give you my word, Talia. Überredet. The traitor will get what he deserves. Now, tell me. Come with me. He's in the Great Hall. Na gut, dann hauen wir jetzt den Verräter um. Von mir aus. Obwohl ich eigentlich so ein friedfertiger Mensch bin. Was glaubt ihr, wer es ist? Go get the guards. Ich glaube nicht, dass es der Meister ist. Es ist bestimmt einer von den zwei, die schon von Anfang an miteinander zanken. Entweder Sir Roiland oder der Duncan. Oder? Hieß der Duncan? Einer von beiden. Und es ist... My Lord. Duncan. Die Sau. So you know. Das gibt's nicht. So ein Arsch. I didn't mean for you to learn this way. But it's done now. Jetzt erklär einfach mal. Start explaining yourself, Duncan.
What do you want me to say? What I did. I did for your own good. For House Forrester. For your father's legacy. You told them everything, Duncan. Our plans, our strategies. I only told them enough to keep us from war. But why? Because you're reckless, Roderick. Just as Ethan was. Choosing that warmonger Roiland as his sentinel. Ethan was a boy. But you're not. And you've been endangering this house since the day you got home. Losing your betrothal to Elena. It doesn't matter how either of you feel. Lord Glenmore will never let you marry her now. Taking Roiland to High Point when the day called for diplomacy. And now, getting Arthur killed. Enough, Duncan! You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. I'm actually trying to save this family. Everything I've done for them. Hate me for it, but it's the bloody truth. Are you mad, Duncan? You're not saving us, you've destroyed us! It's only because of me. You haven't all been slaughtered. The only thing that matters is that you swore an oath to obey me. And you broke it. I swore to obey your father. He commanded respect. All you command is violence. This house is doomed with you in charge. Oh, and you know it. Hurts me to say that. But I wish you'd never crawled off that corpse cart. Sagen wir nochmal, dass er ein Verräter ist. Das Offensichtliche. You're a traitor, Duncan. Nothing you say will change that. I know what I did was right. Duncan, how could you? My lord, Griff's gone. Someone helped him escape. Was this your doing? Lud was going to ambush you at the exchange. I did it to save your life. But Ryan, Duncan, I trusted you. Was für ein Arsch. Was so ein bisschen beleidigt ist. Let's just get this over with. What do you want me to do with him, my lord? Ja, den bringe ich selbst um. Kill me, and I won't be able to help you save Asher. He's in danger, Roderick. What do you mean? I know Lud's plans. Spare my life, and I'll tell you everything. Please, Roderick. Perhaps we should hear him out. He's only saying that to save himself. Whatever you decide, temper your anger with wisdom. If not for my sake, then for your family. Das ist jetzt ja interessant. Gut, einerseits will er natürlich sein Leben bewahren, aber mein Sentinel hat auch gesagt, vielleicht sollten wir mal auf ihn hören. Ich habe ihr versprochen, dass wir ihn umbringen. Aber können wir ihn nachher auch noch umbringen, oder? Oder nicht? Bisher haben wir... Das ist natürlich jetzt wieder total gegenseitig hier. Entweder diesen krassen... Das, was ihr uns vorwirft hier. Diesen krassen, kriegerischen Weg gehen. In dem Fall... Also bisher habe ich aber, wenn ich kriegerische Entscheidungen getroffen habe, oder gewalttätige, dann waren es eigentlich keine dummen Entscheidungen, habe ich gehofft zumindest. Ich habe ja auch ziemlich oft... Ich weiß gar nicht, was er hat. Er hat jetzt vielleicht drei Sachen aufgezählt, wo ich vielleicht mal kriegerisch war. Und sonst war ich eigentlich immer sehr besonnen. Also eigentlich ist er ein Wichser. Ich verschone ihn jetzt aber, weil... ganz ehrlich, bloß weil ich ihr was versprochen habe, ist mir doch egal. Ich bin ein kluger Mensch. Ich werde jetzt hören, was er zu sagen hat. Ich will da wissen, was abgeht. I'll spare your life. Now talk. You're a bigger coward than he is. Fick dich. Mira cost Lud his army. He's desperate to strike back. He's going to ambush Asher the moment he makes landfall. No! Take this traitor away. Kann ich ihn nicht jetzt trotzdem töten? Silencing me won't change things. You're making a mistake. What Duncan said.
We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? Prepare the horses. We're gonna defend my brother. Aber das zweite und das dritte war jetzt quasi das gleiche, oder? Eigentlich war alles das gleiche. Es war bloß die Ausdrucksweise. Oder bin ich hier? Lieg ich da falsch? Hey ho, Forest above. Keine Ahnung. You smell that? We're almost there, Beskin. Let's have a look. Come on, break it up! Komm runter! They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironwrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. Doesn't matter if Roderick's lord of our house. These are my soldiers to lead. Huh? You may want to start by telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. Point taken. Sehr schön, jetzt treten wir einfach mal dem Wichser in den Arsch, wenn der uns da eine Falle stellt und dann hat sich die Sache. That's odd. Port's quiet. No guards. Hardly any ships. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. I'll let the others know. Right. Warum tun wir euch auch total auffällig bei irgendeinem scheiß Hafen anlegen? Oh, können wir nicht einfach easy, bei Nacht irgendwo an einem blöden Strand hin? Wäre vielleicht klüger, oder? Oh hey, ich will nichts sagen. Ins Glück besteht meine Armee aus 20 Leuten, wenn überhaupt. Ugly and small. Fucking freezing too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Asher, thank the gods you've made it back. You've looked better. We've no time for small talk, brother. Hope you're ready for a fight. Lord knows you're coming. He sent men to intercept you. We need to hurry. Been stuck on a boat for weeks. Can use a good fight. Oh je. Das Biest wird's schon regeln. What? Verräter! Ach kommt's Leute, was soll das? Er wurde doch gerade erschossen, habe ich nicht aufgepasst. War das jemand Wichtiges? Ja, wo kommen die her? It's been a while since I killed any Whitehills. Cool. Oh je, oh je, oh je. Nein, nicht das Biest! Out of my way! It won't go further! Oh nein! Asher, you have to get out of there! Looks like it's up to us! Ach komm, was soll das jetzt? Ist doch alles scheiße. Raise the gate! They've got us outnumbered! Oh shit! Oh yeah. We have to get out of here! Was für ein Plan! It's stuck! Advance! Ach. The gate will fall without one of us holding it! One of us has to stay. Oh no. Da
dramatische Entscheidung. Also, wer bleibt zurück? My lord, you must hurry. We cannot lose you. You must leave. Fuck it, er ist der Krüppel. My lord, you have to get out of there. Yeah. Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Ja, ich habe das jetzt natürlich nur ganz läppisch erklärt, aber ich werde mich nachher weiter rechtfertigen. Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal. Habe ich schon gesagt, dass es egal ist? Ach, das ist jetzt schon noch ein bisschen traurig. Okay. So, eins. Ich drück gar nichts, aber gut. Sterbt einfach. Den pack ich. Ach komm, von hinten ist echt eine miese Nummer. Wenn ich. Kuh. Den pack ich noch. Okay, es sieht langsam nicht so gut aus. Ich glaube, ich muss mir das einfallen lassen, wenn ich das überleben will. Ich habe sie genau da, wo ich sie haben will. Bin ich jetzt tot? So schnell? So einfach? Ich bin einfach tot? Ach komm. Moment. Da muss ich erstmal husten. So. Episode 5. Ach, das war stimmt, das war Episode 5. Es gibt ja 6 Episoden. Okay, die war irgendwie ziemlich kurz, kann das sein? Also. Nochmal ein bisschen runterkommen. Soll ich mit der letzten Entscheidung anfangen diesmal, weil es ja gerade passiert ist? Okay, leichte Tendenz zu meiner Entscheidung, haben die anderen auch gemacht. Ja. Keine Ahnung, passt vielleicht auch ein bisschen mehr da, zu seinem Charakter, dass der Roderick quasi derjenige ist, der sich da so aufopfert fürs Haus und so weiter. Und ja, das Ding ist, oh, jetzt kommt mir sogar noch der richtige Plan, es passt ziemlich auf, der Asher ist ganz gut, wenn der am Leben ist, weil nämlich die Tochter vom Whitehill, mit der hat doch der Asher was gehabt und deswegen hat es dort Zoff gegeben und deswegen ist der Asher dann letztendlich weg. Wenn wir jetzt mal dieses auf lange Sicht planen, dann könnten wir vielleicht irgendwann mal Frieden stiften zwischen den zwei Häusern. Wie macht man sowas mit einer Vermählung? Nachdem wir natürlich die ganzen anderen Typen umgebracht haben. Das versteht sich von selbst, aber egal. Außerdem, rein körperlich gesehen, bringt uns natürlich... Er hat jetzt eigentlich auch trotzdem noch gut gekämpft, der Roderick, aber ich denke trotzdem... Wenn es jetzt wirklich auf einen richtig harten Kampf nochmal hinausläuft, dann ist der Asher vielleicht auch ein bisschen fitter noch. Und der ist extra den ganzen Weg rübergekommen. Wäre scheiße, wenn er jetzt gestorben wäre. Ich sag's ganz ehrlich, ja. Ich mag Roderick total, aber da habe ich mich jetzt einfach so entschieden. Was soll's. Müsst ihr akzeptieren. Wenn ihr das anders machen wollt, kauft euch das Spiel, spielt es anders. So, dann jetzt machen wir es ganz crazy, fangen wir wieder vom Anfang an. Nee, machen wir nicht. Wir räumen das Feld jetzt von hinten auf. Da. Ja, ich wollte halt wissen, was er weiß. Mein Gott, mehr nicht. Und sieht sie da... Kann ich da mit der Maus hingehen? Ja. Sie schaut ganz böse drein. Mein Gott, jetzt ist sie halt sauer auf ihn. Er ist eh tot, also was soll's.
die ist auch bloß ein Kind, die wird schon irgendwann schon mal erkennen, dass das klüger war, den am Leben zu lassen. Er hat so jetzt nicht, eigentlich haben uns die Informationen scheiß gebracht, wenn man jetzt das auch mal sagen darf. Das ist echt, warum machen wir sowas überhaupt? Warum holen wir uns Informationen ein, wenn es dann doch genau so kommt, wie es von dem Feind geplant wurde quasi. Naja. Dann, was haben wir hier? Ah ja, Tyrion. Ja, von der Sympathie her würde man natürlich ihm sagen, dass man von der Cersei gesandt worden ist, ihn auszuhorchen, aber Entschuldigung, wenn die Wache direkt daneben steht, warum sollte man das dann tun? Wenn die Wache schon sagt, ich höre jedes Wort mit. Also das ist echt. Und das ist dann auch eine linke Nummer vom Tyrion und einem dann da, der wollte mir dann, glaube ich, auch noch Schuldgefühle einreden. So. Also ich bitte dich. Nee. Außerdem hat das ja eine hat das irgendwelche großen Auswirkungen? Nee. Außer dass, ich meine, im Moment hatte Tyrion halt keine Macht und von dem her müssen wir uns eh mit der Cersei gut stellen. Von dem her ist das jetzt gar nicht so eine blöde Entscheidung gewesen. So. Und dann hier. Ja, dazu habe ich mich schon am Anfang dieser Episode geäußert. Finde ich witzlos, ganz ehrlich. Ich meine, ich kann ihn nicht erstechen. Ich weiß, dass er nicht stirbt. Also was soll das dann? Die anderen Interaktionen, sowas hier mit Tyrion, der kommt ja auch, Tyrion oder Cersei oder sonst was, die auch aus der Serie sind und aus den Büchern, die machen mehr Sinn, weil dadurch, dass ich jetzt, keine Ahnung, mit dem Tyrion rede und ihn irgendwie reinlege, dadurch würde wird sein Schicksal nicht großartig verändert. Aber hier gebt mir doch nicht die Illusion, dass ich den erstechen könnte, weil die Illusion geht nicht auf. Die entsteht niemals, diese Illusion, weil ich nämlich vor Anfang an weiß, wenn ich jetzt zusteche, dann passiert irgendwas, das auf alle Fälle dazu führt, dass Ramsay nicht stirbt. Also wenn ich hundertprozentig weiß, dass ich nichts machen kann, warum sollte ich dann zustechen? So. Finde ich, also da die haben es nicht so gut in dem Fall eingesetzt. Im Spiel, finde ich. Den haben es bloß wieder für so einen Schockmoment quasi eingesetzt. Oh mein Gott, er tut jemanden häuten und oh mein Gott, er hat mit seinem super Gedankenlesertricks wieder herausgefunden, was du planst. Der hat es nämlich auch immer so. Der hat so eine Plot-Armor, nennt man das, ja. Der Ramsay, das ist teilweise unfassbar. Bloß damit er halt als großer Bösewicht dargestellt werden kann, gelingt ihm quasi alles, was er anfasst. Und das ist einfach scheiße. Meine persönliche Meinung dazu. So. Damit hätten wir alles abgedeckt von dieser Episode. Und da das die vorletzte Episode ist, glaube ich, sparen wir uns einen großen Recap und gehen dann gleich in die nächste Episode rein, in der nächsten Folge von Let's Play Game of Thrones. Wie immer schenken wir uns jetzt einfach mal diesen Abspann. Ja, was soll's. Ist jetzt auch nicht so interessant, ne? Ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.